Ich begrüße euch, Folge I am Setsuna. Ich habe mich doch dazu entschieden, dass wir heute zuerst in den Final Dungeon gehen werden. Weil, wie gesagt, es ist so, wenn wir in den Final Dungeon reingehen, werden wir eine, also kurz vor Final Boss, Character Quest freischalten. Und die kann man halt erst machen, wenn man kurz vor dem Final Boss ist, sag ich mal. Was ich voll dumm finde, aber okay. Man kann dann irgendwie... Ach, guck mal, hier sind die Last Lands scheinbar. Hier muss ich schon mal hin. Man kann dann halt irgendwie... kurz vor dem Final Boss nochmal aus dem Portal rausgehen und mit dem Portal wieder zum Final Boss kommen. Und kann dann halt noch die Quests machen. Und das werden wir auch so machen. Und da auch die ganzen anderen optionalen Dinge. Also die ganzen Truhen, die es auf der Welt gibt. Die ganzen... Monster und die ganzen Sprite Night Monster, was weiß ich, also alles, was ich irgendwie, worauf ich Lust habe, das zu machen, werden wir dann machen. Alles optional, worauf ich Lust habe. Okay, deswegen gehen wir jetzt hier in die Last Lands, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es hier aussieht. Den Boden kennen wir doch. So, these are Last Lands. Our journey is final destination. We are here at last. Endir, you kept your promise to me, didn't you, Endir? Now it's my turn. I'm going to fulfill my duty. Huh. You shouldn't push yourself, Julien. Do not worry, I'm fine. Is it a great power you said you could sense here? There's something inside these lands, ain't there? For many years, sacrificial pilgrimages have brought peace to a whole land. Which means, in order for that to happen, something has been taking place here in exchange for those sacrifices. Learning the truth behind that shall also reveal the truth behind my kingdom's fall. I shall find out what dwells here with my own eyes. Okay. Alles klar. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine... Guck mal, es ist so ein bisschen wie eine Stadt hier. Das ist ziemlich spannend. Das ist tatsächlich ziemlich spannend. So, du machst weiterhin deine Magieangriffe und so. Weil, wie soll ich mit dir normal angreifen, wenn du voll der Magie-Damage-Killer bist? Okay, er kann Regener. Das ist spannend. Also Regen hier. Ja. Regen. Ja, Regen macht sogar Sinn. Okay. Ich habe aber niemanden ausgerüstet, der die Gegner HP sehen kann. Naja, okay, es ist nicht schlimm. Solange wir bei keinem Boss sind, ist es nicht schlimm, sag ich mal. Das ist hier eine zugefrorene Stadt. Okay. Naja, so eine Thematik gibt es ja oft in solchen Spielen, sag ich mal. Okay, also... Fängt schon mal spannend an, sag ich mal. Oh Gott, er ist gleich tot. Sehr gut. Kann ich da einen Kampf heilen? Würde ich sagen, mit Setsunas Heilung. Die kämpft ja gerade eh nicht mehr, deswegen braucht ihre MP auch nicht. Tex, Setsuna, Cure. So, wundervoll. Da liegt was rum. Okay. Jetzt haben wir einen Blick auf die Mauer hier. Das sah ja von außen aus wie so ein riesiges Schloss irgendwie. Und jetzt hier... Oh. Also scheinbar... spezielle Monster. Ich mache ihnen Schaden auf jeden Fall. Und die machen mir auch Schaden! Ich fliehe. Ich fliehe. Tschüss. Man kann halt nicht erkennen, was da jetzt solche besonderen Monster sind, deswegen. Also die stehen definitiv auf unserer noch zu besiegen Liste, sag ich mal. Aber, ja, das wird erst gemacht, wenn ich irgendwann mal ein bisschen, ja, besser gelevelt bin, sag ich mal. Ich muss eindeutig noch ein bisschen leveln. Aber das klappt da hier bisher ganz gut, sag ich mal. Die Gegner geben einiges an Erfahrungspunkten. Deswegen, wie viel eigentlich Feuer auf dich? Das ganze Mal Feuer. Ja, okay, macht in etwa so viel wie das
Fire 2. Es macht halt nicht so viel Schaden, aber es macht die Fire Resistance down. Resistance. Ja, okay, das passt schon. Ich denke mal, ich werde das normale Fire einsetzen, weil es halt nicht so viel Schaden macht. Weil es nicht so viel MP zieht, meine ich. Weil es nicht so viel Schaden macht, wäre ein Grund, das nicht einzusetzen. Ja. So. Aber ich finde es hier auf jeden Fall ziemlich... Ihr seid doch auch besonders, oder? Ja. Komm, wir probieren es mal so zu besiegen jetzt schon. Vielleicht klappt es ja. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich... atmosphärisch. Wie viel Schaden machen die? Okay. Die ziehen meine ganzen MP ab. Willst du mich verarschen? Okay, das mag ich jetzt auch noch nicht. Darauf habe ich keine Lust, ganz ehrlich. Darauf habe ich sowas von keine Lust. Die MP füllen sich ja zum Glück mein Level wieder auf, aber boah. Das ist anstrengend. Und ich bin ja kurz vor mir mit allen. Aber jetzt muss ich mit hier normal angreifen. Wow. Nee, egal. Das krieg ich schon hin. Ich bin mal gespannt, was es jetzt hier wird. Oder Dungeon schwer wird und was weiß ich. Wow. Und wie er so allgemein aussieht, sag ich mal. Okay, der regeneriert nicht so viel. Auf jeden Fall. Das ist ziemlich praktisch. Und er ist auch tot, sehr schön. Okay, die beiden haben schon Level-Up. Das ist ziemlich praktisch. Ah, oh, ist eine Truhe, nice. Mit Elixier mal 5. Sehr gut. Sehr gut. Sagt da was? Nee. Okay. Ich gehe mal weiter. Was bist du? Wieso drehen wir uns um? Das ist irgendwie seltsam, aber okay. Wie viel macht ein Eis 2 auf dich? Das ist ziemlich wenig. Da macht sie bestimmt durch normale Angriffe mehr Schaden. Au! Ach komm, ich lasse ihn tot. Den Kampf werde ich auch so schaffen, denke ich mal. Ohne ihn und ja. Er kriegt ja so oder so Erfahrungspunkte, sage ich mal, auch wenn er tot ist. Deswegen lohnt es eigentlich nicht, wow, im Kampf die MP zu verschwenden, sage ich mal. Die Wasser verschwenden, meine ich, nicht MP. Deswegen. Sehe ich zumindest so, deswegen. Ich habe gerade ziemlich oft deswegen gesagt. So. Fire 2. Bam, bam, badum. Meteo, ach du Scheiße! Das ist krass! Das ist ziemlich krass, der kann einfach Meteo. Da war es ein Behemoth, oder ich habe jetzt den Namen eigentlich nicht gesehen. Weil Behemoths können doch meistens Meteo und Final Fantasy zumindest. Okay. There's something I need to talk to you about, everyone. From here, I'll... You ain't about to try telling us you're gonna go the rest of the way alone, are ya? Come on! We've come this far together! You can't start being all polite now! And dear, but I... No matter what you say, we are seeing this journey through to its end. That's our duty as your guards. Thank you, everyone. Will you stay with me until the final moment? No, thanks, sorry. Thank you, Andy. Ahem! Sorry to interrupt this moving little scene, but the rest of us are all coming as well, aren't we? Right? Aren't we? Oh, Kier. Thank you, Andy. Thank you, everyone. Und Andy bekommt wieder eine spezielle Aussage. Und der anderen so, ja, everyone, jetzt nicht irgendwie, thank you, Jen, thank you, Nida, thank you, Eterna.
wow. Ach, Tetsuna, was ist los mit dir? Jetzt sind wir drinnen. What's the matter, Julien? No matter. It's just that standing here in the ancient royal capital like this is somewhat moving. Ach, das ist das voll... Ah, okay, das ist das alte, es ist die alte Hauptstadt hier, deswegen... Ah, deswegen ist alles vereist und so. Okay. My late mother also longed to return to this land. So your parents can rest in peace now, eh? Yeah, their daughter has returned to the royal capital. Yes, indeed. Enough sentiment, let us hurry on. Our journey is not over yet. Das wissen wir inzwischen. Das wissen wir inzwischen. Bleibt die Musik jetzt hier? Wenn ja, wäre es ziemlich cool. Ich finde die irgendwie passend. Ich weiß nicht. Ups, gerade zwei bitte. Jetzt habe ich's. Ah, nein, ich habe es noch nicht verpackt. Sehr schön. Bam, 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 bam. Lightning Horn. Au. Au. Könnt ihr aufhören, bitte? Das wäre mega praktisch von euch. Bam. Und hier macht Feuer. Das wird eigentlich reichen. Hoffe ich mal. Dankeschön. So. Andy hat bald Level Up. Ich denke mal, ich werde den Ort hier auch ein bisschen zu leveln dann nutzen. Falls wir halt, Cracked Silver Mirror. Okay, das ist klar. Falls wir irgendwann, ja, kurz vorm Finale stehen und so. Und auch für die Sprite Night Monster, weil für die muss ich sowas von noch ein bisschen leveln. Oh mein Gott, das sind ziemlich viele. Ich will erst zu Kira, dass er mit Fire 2 die schon ein bisschen vorschwächen kann. Und dann macht Andy jetzt hier voll. Bam. Und Julien, bam. Alles klar. Pepper Attack. Und Andy ist wieder tot, cool. Und er kann Haste. Also Hast, wie auch immer. Ich nenne es Hast, weil Hast klingt irgendwie cooler. Und Reflekt, okay. Auf den sollte ich also keinen Zauber einsetzen. Dann gehe ich mal auf den hier mit Zauber und Julien greift den hier an. Der ist schon mal tot, sehr schön. Und er macht Regen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wieso es Regen heißt, sondern es ist mir eingefallen. Ach, Regen vom Englischen logischerweise. Ich habe halt irgendwie. Bei den Zaubern bin ich irgendwie jetzt nicht durchgestiegen. Das ist alles die englischen Namen logischerweise sind. Ich bin echt doof manchmal. So. Wundervoll. Wie sehen eigentlich Level aus? 29, 33, 30. Ja, okay. Ich hab mal wieder rein. Bisschen. Mal gucken, was der alte Mann so kann. So. Oh, der macht auf jeden Fall Schaden auf alle. Und er hat so ein Item, was, er hat keine MP mehr, das ist uncool. Er hat so ein Item, was, die Dings anzeigen kann, die LP da geht, noch genau. Das ist okay, jetzt habe ich kein Heiler im Team, das ist dumm. Also die Teamkonstellation ist nicht so gut. Muss ich sagen. Wow! Die Runde war quasi gerade komplett für umsonst. Oh boy! Bam, bam, badadam, badadam. Jetzt stirb, danke. Und du machst hier. Komm, ich lass dich. Ein Monumento machen. Danke. Bams. Und du tötest ihn bitte. Dankeschön. Meine Bruder. Ja, Reflect blinkt dir. Blinkt, hm? Bringt dir nicht viel. Meine Fresse kann ich mal reden. Weil du jetzt eh tot bist. Waterkill, okay. Und alle erreichen Level Up. Sehr schön, das ist doch praktisch. Er hat jetzt auch hier seine MP wieder voll und so. Okay, hier oben gibt's. Den richtigen Weg, war jetzt nur eine Tür irgendwie an der Seite oder so? Nee, oder hier war nur das Item, was da hinten lag. Alles klar, gut. Aber ich mag die Spiegelung am Boden ziemlich gern. Das ist ziemlich hübsch irgendwie. Allgemeiner Spiel ist ja dafür bekannt, hübsch zu sein, sag ich mal. Damn, so these are Lost Lands. There are more monsters everywhere you there are monsters everywhere you look. How the hell did all the past sacrifices manage this?
There's a long way to go yet. The place where the rites are carried out is much further on. How do you know that? Have you been here before or something? Not that I suppose you're gonna answer, eh? It's not only me who's been here before. Huh? What did you just say? Nothing, let's hurry on. Mann, was ist denn mit ihr? Kann das Spiel mich mal aufklären, bitte? Ey, das muss doch aufgeklärt werden. Wenn nicht, bin ich nicht zufrieden mit dem Spiel. Dann gibt das definitiv Abzüge in der Wertung. Aber sowas von. Das kann doch nicht sein. Ich will endlich wissen, was mit diesem Mädchen los ist. Wieso ist sie so geheimnisvoll? Spiel, sag es mir. Ich kann sonst nicht ruhig schlafen. Meine Güte. Aua, es ist Kier gefreezed. Also Kier ist halt wirklich kein gutes Partymitglied, muss ich sagen. Also ich mag ihn, aber er ist halt wirklich nicht so nützlich eigentlich. Er kann halt ein bisschen Magie, aber bla. Das können ja man auch, schön. Er ist irgendwie so ein bisschen unnütz, meiner Meinung nach, aber okay. Wow, das tut ziemlich viel Schaden. So. Deswegen, ich hoffe, das wird noch geklärt. Ansonsten bin ich nicht zufrieden. Ansonsten klage ich die Tokyo RPG Factory an, dass sie mir das nicht verraten hat. Das kann nicht sein, jetzt mal ganz ehrlich. Dass das nicht gesagt wurde, das ist doch unfair. Joyen, du heilst dich heute selbst mit. Wo ist es denn? Das hier, genau. Hört doch auf. Ich werde mein Team wieder umändern, ganz ehrlich. Ich mag das Team nicht. Mit dem komme ich nicht so gut klar, ganz ehrlich. Bam. Natürlich tötest du ihn nicht, natürlich. Wieso soll er sich auch töten? Das wäre ja praktisch. Danke. Oh, der lebt noch. Ha, du hast jemanden getroffen. Und, Trainer schon gefreezed. Komm. Danke. So, wundervoll. Ich packe Endia wieder rein, statt Julien. So. Obwohl, eigentlich könnte auch Kier raus, weil ich mag ihn eh nicht so wirklich und... Also er ist als Kämpfer und... Du bist aber schon wieder besonders, oder? Ich fordere dich gar nicht erst da raus. Außer, okay, der kommt mehrmals vor, das heißt, ich kann hier rausfahren, alles klar. Er ist erst nicht besonders, alles klar. Wow, er überlebt noch mit 2 Leben, wundervoll. Und Kier ist gleich tot. Das werde ich im nächsten Kampf ändern, denke ich mal. Ich will mit Endia spielen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, Endia ist ein bisschen... Das war so nicht geplant. Irgendwie habe ich das Gefühl, Endia ist ein bisschen schneller. Ich weiß nicht. So, Endia macht Aura auf Kier. Und du machst Aerial Strike. Bam, baram, bam, baram, bam, baram. Und Kier macht schön Fire 2. Sie sind auch hier mit Pilzen bewachsen. Das ist ziemlich spannend, das geht alle sein. Finde ich aber cool irgendwie, gefällt mir. Very bad brief. Prev. Nicht brief. Brief ist das Verb. Und Prev ist das Subjektiv. Subjektiv, ja. Substantiv. Also, heute ist irgendwas in meiner Sprache kaputt, glaube ich. Ah, boy. So, also, was haben wir hier Schönes? Noch mehr Gegner. Die haben mich leider bemerkt, das heißt, ich kann nicht irgendwie voll cool Monumentum rausspammen. Oh, Plowbeat. Bam. Und das soll es jetzt eigentlich töten. Bam, bam, badam. Sehr schön. So.
Das Gebiet scheint ein bisschen mehr zu verwinkelt sein, ein bisschen verwinkelt zu sein, sag ich mal. Gefällt mir aber. Okay, hier geht's nach oben. Ich denke mal, da geht's dann weiter. Also richtig weiter in die nächste Area, wie auch immer. Aber hier sind halt kaum irgendwie krasse Rätsel oder sowas in der Richtung. Ist alles eher ein bisschen, ja, normaler, wie man es halt vom Spiel kennt. Aber ist halt auch nicht schlimm oder so. Ich meine, die Atmosphäre stimmt, sage ich mal. Das ist das Wichtigste, finde ich zumindest. Wenn die Atmosphäre in so einem Dungeon stimmt, dann, ja, ist einer der wichtigsten Dinge von so einem Dungeon gegeben, sage ich mal. Chrono Stuff. Oh, nice. Der ist bestimmt für Kia, oder? Jupp. Na, macht einiges. Auf jeden Fall. Ist ziemlich gut, auf jeden Fall. Wundervoll. So. Habe ich jetzt hier noch irgendwas vergessen? Ich habe keinen Plan. Sehe ich so aus, als hätte ich einen Plan? Nein, sehe ich nicht. Auch wenn ihr mich gerade nicht sehen könnt, weil ich keine Facecam an habe. Aber ich sehe nicht so aus. Das könnt ihr mir glauben. So, gibt es jetzt noch irgendwo einen Weg oder so? Ich will halt nicht irgendwie hier durchgehen und irgendwas vergessen oder so. Deswegen. Deswegen ist mir das ziemlich wichtig, dass wir alles mitnehmen. Vor allem die, guck mal, da habe ich was übersehen. Vor allem die verschlossenen Treasure Chests, die sind mir ziemlich wichtig, weil, ja, mehr Treasure Chests ist immer gut, sag ich mal. Weil mehr Geld und so. Von hier kamen wir, oh genau, hier kamen wir nach oben, alles klar. Also hier ist nichts mehr in dem Raum oder drüben war jetzt noch ein Weg. Da ist bestimmt eine einzelne Schatztruhe, denke ich mal. Also jetzt noch ein bisschen Weg und da ist eine einzelne Schatztruhe irgendwo. Ihr schon wieder. Ich mag euch nicht. So, wir machen jetzt hier Lowbeat. Und reicht's aus. Nice. Das muss mich viel schaden. Ich weiß voll, was du sagst. Kia, ich weiß voll, was du sagst. Ich kann dir voll folgen. Ich finde es schade, dass man es nicht auf Englisch synchronisiert hat. Hätte man echt machen können. Ich meine, es ist nicht mal viel. Es ist schon das für Kia. Macht alles um einen Punkt hoch, aber die Magical Defense um 4 runter. By channeling magic energy through the staff, the user is able to control the flow of time, thus boosting the speed of... Okay. Also known as the Witch Eye Rod, this rod boosts fine attributes and high magic attack. Oh, but es kann HP absorbieren. Aber nur wenn ich damit wahrscheinlich normal angreife, denke ich mal. Wir können es ja mal ausprobieren. Ich rüste die mal aus und mache mal ein bisschen Zauber und gucke mal, ob da auch HP absorbiert werden. Wenn ja, rüste ich die aus. Wenn nein, rüste ich den Chrono-Stuff aus. Weil ich greife halt kaum mit Kio normal an, sag ich mal. Deswegen ist so eine HP-Absorption nicht jetzt so spannend für mich, weil ich halt eh kaum mit Kio angreife. Und ja, okay, wie sieht eigentlich die Magie-Defense von den anderen aus? 30, 49, 34, 37, 41. Okay, er hat schon die höchste. Dann lasse ich den, glaube ich. Ja, oder durch die anderen füllt sich die die ATP-Leiste schneller. Ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll. Wird sich bestimmt zeigen, was da jetzt klüger wäre und besser wäre, was weiß ich. Ja. No, I just remembered something, it's all. There's a legend in our village. Hm? What's that? What legend? The souls of those who give their life as sacrifices return as the snow that falls across this land. Oh, das ist eine schöne Legende. Die Seelen von den Opfern fallen als Schnee nach unten quasi. That's what the legend says. I see. I hope it's true. Then even after this journey is over, we'll be able to see you whenever you want, Setsuna. Yes, I hope so too. Aww. Ich mag die Charaktere alle ziemlich gern.
es sind zwar nicht alle wirklich gut entwickelt, sage ich mal. Also, irgendwie... ist halt, würde ich sagen, Nidor am besten entwickelt, weil der hat richtig krass viel durchgemacht, hat man das auch alles zu sehen bekommt. Setsuna ist größtenteils so, oh, ihr müsst doch nicht für mich ihr müsst mich doch nicht als so was Spezielles ansehen und doch nicht irgendwie so, deswegen irgendwie so... ja, speziell mit mir umgehen, sag ich mal, und was weiß ich, und ich bin auch nichts Besonderes und bla, und ich riskiere mein Leben für alle anderen, aber ich mag das auch irgendwie an ihr. Gehen wir jetzt mal zu so einem Spiel wie Tales of Symphonia, was ja auch eine ähnliche Story hat, das ja, sag ich mal. Colette geht auch auf eine Reise, um die Welt zu retten, um die Welt zu erneuern, und deswegen kann man das gut miteinander vergleichen. Colette kann ich zum Beispiel nicht wirklich leiden. Sie hat einfach viel zu sehr diesen Aspekt, den ich gerade gesagt habe. Von wegen, und Setsuna ist halt nicht so krass, sag ich mal. Dass sie halt einfach auch ein bisschen anders ist, sag ich mal. Und nicht immer nur so auf andere bezogen. Und halt von wegen, ah, ich will doch nichts Besonderes, was weiß ich. Und deswegen mag ich Setsuna. Und Colette ist irgendwie so ein bisschen nervig in der Hinsicht, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es andere Leute sehen, aber ich finde zumindest, dass Colette ziemlich nervig ist teils. Ja, deswegen mag ich Colette nicht so unbedingt. Aber bei Setsuna ist es anders. Deswegen, sie ist auch auf jeden Fall ziemlich gut entwickelt, finde ich. Nidor, wie gesagt, das... Okay, es macht doch, guck mal. Nidor ist auch auf jeden Fall relativ gut entwickelt. Eterna bisher halt noch gar nicht... Irgendwie so in eine Richtung, weil man halt nichts zu ihr weiß, einfach. Das wird bestimmt noch kommen. Sie hat einfach das einzige Ziel, dass ich Setsuna auf ihrer Reise noch schützen möchte. Und ja, das ist einfach so ein bisschen... Ja. Und Julien hat auch eigentlich relativ viel durchgemacht, sag ich mal. Also, sie sind schon gut entwickelt, aber... halt nicht jeder Charakter, sag ich mal. Und auch nicht jeder Charakter gleich viel. Deswegen. Aber ich mag die alle ziemlich gern eigentlich. Muss ich schon sagen. Ja. Triple Slap. Aua. Aber Nidor müsste gleich. Endio. Quatsch. Kier müsste gleich ein Level abhaben. Ja, und. Apropos Endio. Ich finde auch, obwohl er ein stummer Charakter ist, merkt man, dass er sich entwickelt hat. Auf jeden Fall. Ich finde, er ist so ziemlich der beste stumme Charakter, den ich in so einem Videospiel gesehen habe. Jetzt mal neben sowas wie Link oder so, weil Link ist halt der Nintendo-Charme, sag ich mal. Der macht Link ziemlich cool entwickelt eigentlich und ziemlich cool so als Charakter. Aber, ja. So insgesamt finde ich Endia wirklich... viel besser als die Dragon Quest Hauptcharaktere zum Beispiel. Habe ich jetzt zwei Wege nach oben oder ist das der gleiche wie da unten? Moment. Wenn ich zwei Wege nach oben habe, gibt es mal krasse Weggabelungen. Das wäre ja mal... eine Sache. Moment, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, welche ich zuerst nehmen soll. Das wäre... ehrlich gesagt, ziemlich doof. Von hier kam ich. Ja, hier war jetzt... Treppe nach unten, oder? Warte mal. Ja, ich glaube, das ist der gleiche Weg, oder? Oder ich weiß es nicht. Ich habe jetzt... habe jetzt den gleichen Weg nochmal genommen? Es sieht einfach alles gleich aus, aber hier ist keine Truhe, deswegen kann es gar nicht der gleiche Weg sein. Wenn ich jetzt hier nach oben komme, müsste jetzt der Raum der Truhe kommen, oder? Gleich. Ja, da ist der Raum der Truhe. Es heißt, es gibt zwei Treppen. Krass, Weggabelung. Okay, ich gehe zuerst die obere hoch, würde ich sagen. Mal gucken, was hier ist. Hey, Julien.
Back when this was the royal capital, it was like the center of our civilization, right? It is said that at the peak... Nochmal. It is said that at its peak, the capital was more magnificent than we can even possibly imagine. I see. I bet they had a lot of advanced knowledge about life, too. Once you restore your kingdom, do you think eventually you get back the sort of knowledge too? There's no way to say for certain, but it is possible. A way to extend your lifespan, eh? I hope you find something good. Thanks. Once I've seen Hitsuna's journey is through to its end, it'll be time for my own journey to begin. As long as there's a possibility, I won't give up. Of course! I consult with Endio, or was auch immer. It is not as if there's no hope at all. Infected by the monster blood, my body and mind will almost turn into those of a monster. But yet, with your aid, I now stand here in the land of my ancestors. Once my kingdom is restored, the wisdom of my ancestors now scattered around the lands shall likely courage there. If you are to find the knowledge you seek, rather than search alone, I would think it wiser to place your hope in the wisdom of many. So you help me? I am a little offended. Are we not comrades? Sorry, that's not what I mean. Amend. I just now imagined I'd had printers helping me out. Thank you, Joyen. It is who I must thank you. What sort of example to set as a royal if it is who I am in constant reliance on my comrades and comrades' aid. Alright, things are looking up. Come on, let's go, everyone. I'm going on ahead. Okay. Schlangen. Same. Was auch immer du gesagt hast. Man hätte auch wenigstens so ein paar Untertitel oder sowas geben können, was die eigentlich sagen. Ich weiß es halt nicht. Ich würde so gern wissen, was er gerade gesagt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, weil ich kein Englisch. Weil ich kein Englisch kann, klar. Weil ich kein Japanisch kann. Das ist einfach schade. Aber okay. Bam 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 bam. Wow. Wenn er hat noch irgendwie ein Leben oder so, das wäre typisch. 19. Ich habe ja gar nicht drauf geachtet. Venomous Fang, Four-Leaf Shamrock. Okay. Was auch immer. No, nein, geht weg. Ich mache einfach jetzt hier krass. Was ist eigentlich Fire Cleave? Okay, es trifft nur einen, deswegen mache ich es nicht. Das ist mit Kirk, denke ich mal. Logischerweise. Boah, ist auch ziemlich viel Schaden. So. Das Item. Old Broken Scyther. Was auch immer ein Scyther ist. Okay. Das würde jetzt die ganze Zeit so weitergehen, dass ich voll darauf setzen werde, auf den Angriff mit den beiden. Denke ich mal. So. Oh, das ist eine Eule. Jetzt habe ich das verkackt, verdammt. Aber okay, sie sind alle tot, sehr gut. Die Eule gibt, soweit ich weiß, voll viel Erfahrungspunkte immer. Also wenn jemand zufällig in einem Kampf dabei ist, dann gibt die voll viel Erfahrungspunkte. Nirvana und Plate. Habe ich zumindest mal gelesen, keine Ahnung. Ist das für dich? Ja. Na, ja, ist ziemlich cool. Ich finde es auch gut, dass eigentlich jeder Charakter ziemlich viel... Oh, okay, der untere Weg ist scheinbar der richtige, weil es da zum Savepoint geht. Ich finde es auch cool, dass jeder Charakter relativ viel Lebenspunkte hat, sage ich mal. Nicht Lebenspunkte, Magiepunkte meine ich. Ja, genau. Jeder Charakter hat ziemlich viel MP und deswegen kann man da auch ziemlich krass die Angriffe raushauen, sage ich mal. Schock. Was auch immer. So. Ah ne, es ist gar nicht der Weg von
von unten nach oben, alles klar. Das heißt, ich werde den unteren Weg auch nochmal angehen. Aber erst im nächsten Part, der ist schon ziemlich lang. Bis dann, ciao. Euer V-Road, tschüss.